Hallo, ihr lieben Leute. Heute ist für euch Freitag, für mich noch nicht. Ich zocke mal wieder etwas vor. Ich muss. Sonst habe ich einfach zu doll schlechtes Gewissen, dass ich einfach nicht zur Stelle bin, wenn auch wirklich der Tag ist. Und weil YouTube gestern. Der Dienstag bei mir Faxen gemacht hat, ist es halt doch nicht mehr am Dienstag hochgeladen, sondern Mittwoch früh. Also nach 0 Uhr. Das hat mich schon gut geärgert, weil ich habe es halt wirklich noch knapp hochgeladen. Das mit dem Rendern und sowas, das dauert hier teilweise ewig. Aber ja. Düdüm. Das war halt ein bisschen ü. Ja, was machen wir? Ich habe hier irgendwo. Ach, das ist die Stadt Pöst wahrscheinlich. Genau, ich habe hier noch eine Quest. Ist eine Nebenquest. Entführt. Und dachte mir, ich frage halt einfach mal nach und guck mal so. Vielleicht schaffen wir es. Kommen wir da rein? Oh ja. Sehr interessante Barriere. Und der Sand zeugt eine Sterbliche. Faszinierend. Hallo. Ich grüße euch. Ihr seid seltsam. Etwas an Danke. Euch erinnert ganz eindeutig an eine Feier. Ah, das wurde mir schon öfter gesagt. Ihn freizulassen wäre von Nachteil. Für Feien ebenso wie für Sterbliche. Allerdings spüre ich an euch etwas Ungewöhnliches. Vielleicht könntet ihr ihm helfen. Wir nehmen an, dass durch das Ritual der Tapferkeit eine Heilung möglich wäre. Was ist erst mit ihm passiert? Ich Habt ihr meine zornigen wissen. Sommerbrüder draußen im Sand bemerkt? Sie greifen jeden an, ob Freund oder Feind. Wir vom ja. Zirkel nennen das die Narka-Krankheit. Sie ist ein Fluch magischer Natur. Betroffene sind Argumenten oder Ähnlichem nicht zugänglich. Der Almain wurde ein Opfer des Fluchs. Und obwohl sein Verstand nicht betroffen scheint, klagt er über Schmerzen. Wir müssen ihn untersuchen und deshalb bleibt er hier. Okay, das, ja, wie kann Die man Antwort ihm helfen? Die Antwort liegt in der Kora-Blüte. Ihre Heilkräfte können den Almain von dem Fluch befreien. Ihr findet sie auf dem Gefäß des Wächters der Höhlen, dem Kora-Borka. Das Ritual der Tapferkeit erweckt den Wächter, der in diesem langen Winter bisher geschlafen hat. Besiegt ihn, dann könnt ihr die Blüte von seinem Gefäß pflücken. Okay, ja, ich helfe ihm. Geht zu den Höhlen des Zutritts am Fuße des großen Dorns. Im Inneren befinden sich drei Siegelsteine der Errati. Sie sind durch einen Wasserfall, eine Säule und einen Baum markiert. Ihr müsst sie in dieser Reihenfolge aktivieren. Jeder Stein belegt euch mit einem Fluch. Sobald der letzte Stein aktiviert ist, wird euch eine Bestie mit vielen Ranken in eurem geschwächten Zustand herausfordern. Besiegt sie und bringt die Kora-Blüte zu uns. Ihr okay, das findet ist sie. Wirklich... Seid vorsichtig in Alserund, Reisende. Ausführlich berichtet. Seltsam. Die Fäden des Schicksals umschlingen eure künftigen Wege nicht. Sterbliche. Ah, der hat eine angenehme Synchronstimme. Willkommen, Sterbliche. Ich kann eure Hülle heilen, falls erforderlich. Das ist meine Rolle. Lebt wohl. Genau, aber Heilung brauche ich eigentlich nicht. Ja, nehmen wir mit. Aber noch eine Truhe. Hier. Ja. Naja. Okay, wo müssen wir... Dort, wo wir gerade vor der Haustür waren. Okay. Ich wollte erst mal kurz hier entlang gehen, um zu schauen, ob wir etwas finden. Ich habe halt nicht Lust, dann wieder... Wobei. Dann können wir eigentlich uns dorthin reisen, oder? Ich möchte halt nicht... Nee. Ah, vielleicht doch. Aber ich habe halt nicht Lust, ständig richtig weit zu laufen. Das ist halt schon gut nervig.
wenn ich was finden würde, was das halt so ein Wegpunkt wieder markieren würde, wäre mir das schon echt geholfen. Aber natürlich, erst einmal müssen hier Gegner kommen. Down. Hab ich ja mitgenommen? Ja. Stimmt, da ist eine Bandruhe. Mittel. Ich habe jetzt das nochmal aufgewertet. Beim letzten Stufenaufstieg. Weil mich das wirklich, wirklich nervt, dass ich einfach das nicht hinbekomme. Normal die Sachen zu bannen. Okay, dort vorne muss doch ein Wegpunkt sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hier sind so viele Sachen. Die komme ich doch bestimmt noch mal irgendwie hin. Ja. Haus der Tapferkeit. Okay. Och, da kommen wir nicht durch. Die Besten forderten Engards Wissen heraus, nur um wieder und wieder zu scheitern. Ort des Kampfes war ein kleiner Fleck Erde, der bald zu einer Lichtung wurde. Die Lichtung, von den Füßen von Kriegern niedergetrampelt, sank in die Erde und wurde zu einer Arena, wo die mutigsten Sterblichen die Schreie der Kämpfer hörten. Das Haus der Tapferkeit war geboren. Okay, interessant. Wahrscheinlich müssen wir da auch noch mal wegen der Quest oder so hin. Auf jeden Fall echt noch einiges an auch an Weg an diesen Schreinpunkten. Wegschreine. Der hat ein bisschen was für uns. Du wirst spüren, Sterbliche. Gut, die werde ich wahrscheinlich aber auch nicht los, wenn ich. Ach, der hat mir mein ganzes Mana weggenommen. Ich wundere mich gerade, warum ich nichts zaubern kann. Aber klar, ohne Mana wird da nichts raus. Sehr gut. Staubling. Ich bin kein Staubling. Selber, du Staubling. Cute. Bisschen Gold. Mir halt auch nicht. Naja. Naja. Der verdorrende Krieg bedeckte das Land. Lichtfein und Dunkelfein bekämpften einander. Das Haus der Tapferkeit wurde verlassen, um zu den Schlachtfeldern von Ysa und On zu ziehen. Engard bekämpfte ganze Horden. Die Krieger der Tapferkeit blühten in den Eratel-Ebenen auf. Der Sturm wurde stärker, als sie sich dem Krieg anschließen, und die Lichtfeien warfen die Invasoren zurück. Und irgendwie da oben war auf jeden Fall noch ein Wissensstein oder Schicksalsstein, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir das einfach nicht merken.
Als die Armeen von Ohn sich zurückzogen, kehrten die Lichtfeien in das Land zurück und das Haus der Tapferkeit war für immer verändert. Der Konflikt des großen Kreislaufs wurde schwächer und die Feien verkörperten nun den Frieden des Schlafs. Engard kämpfte nicht mehr und war ohne Ziel. Der große Kreislauf drehte sich durch die Zeitalter. Zyklen verstrichen. Ein Sterblicher besiegte den Helden der Tapferkeit. Sein Name war Roth Marius. Roth Marius. Hier ist eine Höhle. Toll, grüner Staubling! Du wirst nur sterben! Nähert den Dreck, Staubling! Warte langsam, muss ich mal hier meinen Freund mitnehmen, wenn die mich echt nerven. Ich keine Lust habe, mit denen alleine zu spielen. Naja. Den kann man wenigstens verkaufen. Ich glaube, er zerfällt gleich wieder zu Staub, weil er nichts zu kämpfen bekommt. Jetzt ist das Gebiet doch größer, als ich dachte. Man. Da oben war auf jeden Fall noch eine Truhe, die will ich. Ja, okay, das ist hier sowieso nur Boggart. Hier ist eine Maske, ist übelst weit geflogen. Das sah niedlich aus. Warum ist denn da Schrott drin? Wo ist die Kiste? Ist die da unten? Na gut, dann werde ich die schon aufgemacht haben. Dann war da höchstwahrscheinlich nichts drin. Krass, wie viel hier noch aufzudecken ist. Ich dachte, ich hätte hier schon super viel entdeckt. Aber scheinbar nicht. Ich verspreche, dann gibt's etwas mehr Action. Ach ja, komm. Was? Oh, jetzt wollte ich gerade meinen Freund hier angreifen. Wieso kommt ihr denn immer so viele von euch? Und alle immer so nervige Magierfähigkeiten. Ja, ich finde meinen Frieden, wenn ich dich getötet habe. Das klingt schon echt psychopathisch. Ach doch. Eine Fäule, die Tirins müden Pilger nicht bekannt war, stapfte durch die Ebenen. Angestrengtes Ächzen verkündete den Ruf der grobschlächtigen Jotun, des Riesenvolks aus alter Zeit. Der Hammerkämpfer, die in schmerzlichem Marsch Wälder zertrampelten und Felsen fallen ließen. Das Gewicht ihrer Schritte zermalmte die Knochen vergangener Krieger. Kelorins Legion war zu schwach. Bayalas Gebete blieben unerhört. Und die Furcht des Todes ging zu leicht mit den schweren Schritten der Hügelbewohner einher. Okay, Dietrich, das finde ich nett. Oh,
Können wir die Höhle auch entdecken? Dankeschön. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum da einfach auf der Map die ganze Zeit nichts ist. War klar. Wenn man da noch nicht wirklich weit gekommen ist, obwohl man es dachte, kann man auch nicht viel auf der Karte anvisieren zum Hinreisen. Ach, jetzt ist der schon so verendet. Die Spieleentwickler wohl nur dabei gedacht haben, wirklich. Ich frage mich das immer und immer und immer wieder. Okay, aber jetzt haben wir hier erstmal alles offen, glaube ich. Dann reise ich kurz hier hoch. Und wir können dann ein bisschen Höhlen-Action machen. Gut. Gut, gut, gut. Okay, wir müssen zuerst den Wasserfall finden. Ich würde sagen, gefunden. Es scheint der Wasserfall zu sein. Mit dem Ritual beginnen. Okay, was genau, wie schlimm ist es? Okay, minus 50% Schadenresistenz. Okay. Sehr gut, dass das so gut wie nichts macht gerade. Ist okay, ich kann auch alleine kämpfen. Kein Ding. Ich dachte, ich hole dich einfach. Aber wenn du nicht willst. Boah. Okay. Oh. Einen Stein finden. Dann suchen wir uns den Stein. Ich hoffe, der ist auch in der Richtung. Nicht, dass es ist so, ja, du denkst, du gehst da entlang, aber in Wirklichkeit... Ah, halt. Kann ich eigentlich ihn auch... Wie konnte ich nochmal schleichen? Nee. Nein. Ach komm. Ich wollte ihn von hinten attackieren, Junge. Ich weiß aber nicht mal, wie man schleicht. Ah, das ist wirklich sad. Den hätte ich instant killen können. Hallo? Hier bin ich. Möchtest du nicht? Shorty. Hässliches Vieh da hinten. Ich hab dich schon bemerkt. Ist okay. Ich mag dich auch nicht. Du
Okay, bis der einmal zuhaut, habe ich das Ding getötet. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Okay. Ja. Was habe ich jetzt bekommen? Okay. Ich habe weniger Schaden, den ich austeile. Aju. Alter, ich mach hier kaum Schaden, ey. Uff. Uff. Okay. Ich überlege gerade. Okay, das kann ich ja nicht so machen. Ich habe hier super viele Tränke noch. Vielleicht nutze ich etwas davon. Erhöhung des Gesamtlebens? Nein. Volltrefferchance? Ja. Erhöht den Blutungsschaden. Ja. Ja. Alter. Hab ich nicht sowas? Ha. Huh. Krass, ich hab kein... Ich habe derzeit keinen Schadensverstärker oder sowas, wie es aussieht. Ist ja gut. Aber meine Magie, die macht noch Schaden. Oder? Vielleicht kommt es auch gerade, weil ich einen Trank genommen habe. Ui. Okay, das ist natürlich unangenehm. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt, was sie meinen. Okay, ich würde gerade sagen, der Schrein funktioniert nicht, aber doch, er funktioniert. Okay. Boah, gehen wir erstmal hier lang. Ich habe schon voll lange nicht mehr gespeichert. Wollen wir mal speichern? So vorsichtshalber. Also nicht, dass ich jetzt Angst bekomme oder so, aber es ist halt schon. Das ist. Ich habe Respekt vor den Flüchen. Ich mag nämlich keine Flüche. Ja. Agilität. Was macht der? Dass ich mich weniger schnell bewegen kann, wa? 25% weniger Chance auf Ausflucht. Okay. Ich weiß nicht, was Ausflucht ist. Also wahrscheinlich ausweichen. Wir werden es einfach sehen. Da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier noch hin. Alter, wenn man ja gar keinen Schaden ist, ja ulkig. Das habe ich ja auch noch nie erlebt. Also wir machen schon Schaden, aber. Huiuiui. Huiuiuiui.
Also Magie macht auf jeden Fall mehr Schaden. Aber dann bin ich auf jeden Fall beruhigt. Weil das ist nämlich sehr wichtig. Ey, ach komm. Ich wollte doch gerade zu dir laufen. Gut, dass wir hier nicht beide nicht runterfallen können. Kann sie denn jetzt auch mal ein bisschen stehen bleiben oder so? Jetzt bleib doch stehen und stirb! Dass sie sich da so übelst bewegen muss. Also nee, ey. Was ist das? Achso, das ist einfach nur die Tür. Hab ich die vorhin übersehen? Nee, ich habe mich absichtlich entschieden, nicht da lang zu gehen, aber trotzdem. Joa. Holen wir uns die jetzt. Okay. Gucken, ob wir es überhaupt hinkriegen. Ach ja, okay. Dann sind wir ja nicht schlechter dabei. Außer danach kommt halt nochmal ein Gegner, aber... Nö, scheint nicht so. Ja, das war wirklich machbar. Aber schon eine interessante Idee, sich halt so diese Flüche aufzuladen. Wahrscheinlich ist es gut gemacht. Ich kann mit der Blüte ein Elixier für den Almain herstellen. Er muss nur das hier trinken. Falls es ihn wirklich von dem Fluch befreit, kann er gehen. Und ich habe endlich Hoffnung, Alserund vor den Naka retten zu können. Was mache ich jetzt? Verabreicht dem Almain den Trank. Wir haben lange auf die Rückkehr des Champions gewartet. Ihr seid zurück. Werden die Feien mich gehen lassen? Sie lassen mich gehen, wenn es funktioniert? In Ordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich alles trinken. Ich spüre, wie der Fluch mich verlässt. Und ich sage das nicht nur, damit ich gehen kann. Es fühlt sich an, als würde das Fieber nachlassen. Ich muss zu meiner Frau zurück. Nochmals vielen Dank und leb wohl. Okay. Gut. Es hat scheinbar funktioniert. Was stand da gerade? Ganz kurz. Ich dachte gerade ganz kurz, da steht Quest gescheitert. Ne, okay, Quest gemeistert. Wollte schon sagen. What the hell? Okay. Was wollen wir für eine Nebenquest? Okay. Ja, das ist... Stimmt, das ist so ein Rad hier. Auch. Da weiß ich nicht, wo das genau ist, oder? Dürfte ich eigentlich... Ach doch, dort hinten ist eins. Ui. Und... Ein anderes wird mir gerade nicht angezeigt. Okay. Also wir wollten ja sowieso in die Richtung. Gibt es noch was anderes? Gegenstände beschaffen. Wo war das? Ah, okay. Rad hier. Hm. Ups. Ich würde, glaube ich... Stelle verwenden.
Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter und gucken uns noch das Haus der Tapferkeit erstmal an. Ah, halt. Ihr habt noch eine Quest das für mich. Das war beeindruckend. Unser Erfolg bei dem Allmein gibt Anlass zur Hoffnung für Alserund. Wenn ein Sterblicher geheilt werden kann, dann vielleicht auch ein Feier. Ich denke, ihr würdet einen Vorstoß in die Todfeuergrube überleben. Würdet ihr für uns eine weitere Aufgabe erledigen? Grube? Ja, wir was braucht ihr? Wir möchten unseren Erfolg mit dem Allmein in viel größerem Rahmen wiederholen. Dazu benötigen wir die Essenz einer weiteren Pflanze, diesmal aus der Todfeuergrube. Die Grube befindet sich am Fuß des großen Dorns von Alserund. Dort wächst die Todfeuerblume, die einzige Pflanze, die in der Grube gedeiht. Was springt für mich dabei raus? Wir kennen die Vorliebe der Sterblichen für Bezahlung und werden euch großzügig belohnen. Ja, dann mache ich's. Ausgezeichnet. Dann geht zur Todfeuergrube, wo der Wächter der Blume euch erwarten wird. Seid vorsichtig in Alserund, Reisende. Der Sand ist unfreundlich zu Sterblichen. Der Sand ist unsterblich. Ist unfreundlich zu Sterblichen. Interessante Bezeichnung. Aber gut, dann können wir auch in diese eine Höhle, die wir noch gesehen haben, gehen. So gefällt mir das. Roll. Richtige Richtung? Ja. Warte. Ja. Dann halt so. Da ist sie. Auf ins Gefecht. Los. Komm schon. Schneller. Auf geht's. Du schaffst das. Jawohl. Okay. Ach je. Da kreuchte und fleuchte gerade noch was. Ich fürchte jetzt nicht mehr. Hat das was mit dieser Pflanze zu tun? Ich habe etwas Angst. Okay. Ich dachte, es liegt jetzt an den Pflanzen. Dass ich deswegen gleich sterben werde, aber es scheint nicht. Hey, jetzt bleib stehen! Weil da so viele Tote lagen. Ich finde, das ist kein gutes Indiz für jemanden, wenn da viele Tote liegen. Da sollte man doch eher ein bisschen aufpassen. Aber dass diese Pflanzen wachsen, liegen wahrscheinlich wieder nur an mir. Die sind ja noch Kobolde, die kann ich ja noch kaputt machen. Oh, jetzt habe ich voll daneben geworfen. Haha, er hat aber auch nicht getroffen. Ja, nein, mein Platz ist... Ah! Ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Warum habe ich das überhaupt mitgenommen? Wahrscheinlich irgendwo in der Eile. Ich habe mir vorgenommen, kein weißes Zeug mehr mitzunehmen. Weil genau das passiert. Warum habe ich überhaupt so viel... Ich glaube, ich dürfte einfach gar nichts mehr mitnehmen. Wo
reicht ja eh alles nicht. Verkaufen lohnt sich wahrscheinlich auch kaum. Okay, einen Goldklumpen würde ich schon behalten. Ich schätze mal, vielleicht kriegt man dafür ein bisschen was. So eins, zwei Goldstücke vielleicht. Ey, what? Gibt's schon echt viel, also wo Kisten rumstehen. Ein Schrein. Was war Berührung des Todes nochmal? Vorübergehend könnte göttlicher Segen, der dir an einem Schrein gewährt wird. 25% Chance pro Treffer 20 Leben zu rauben. Oh, und Mana zu rauben. Und hier Körperschaden und Rüstung habe ich noch. Oh, da kann ich mich ja echt nicht beschweren. Da speichert das Spiel schon mal. Wo ist es denn? Oh, ist es unsichtbar? Nee, da kommt es. Okay. Ach, so einer ist es. Ich dachte schon, irgendwas Schlechtes, Schlimmes. Also der macht mir ja kaum Schaden. Vor dem hatte man jetzt Angst. Okay. Gut, dann... Ja, das, da war ich doch echt wenig beeindruckt. Davon bin ich etwas beeindruckt, von der Geheimtür. Wenn da auch cooler Loot dabei ist. Ja. Was? Ich habe eine Kiste gelootet und dann kommen da Gegner? Das ist wirklich etwas super Innovatives und Neues. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Krasse Sache. Sorry, manchmal muss ich das mal loswerden. Ich weiß ja, manche Spiele erfinden das Rad auch nicht unbedingt neu. Aber manche sind einfach super offensichtlich. Und ich hier denke so, ach Leute. Leute, Leute. Da bin ich zurückgewichen. Noch ganz klar im Vorteil. Das Gute an dem Spiel hier ist, dass ich nicht irgendwie vorsichtig sein muss, großartig oder aufpassen muss und von übelst weit weg ständig warten muss, bis meine Fähigkeiten abklingen, damit ich dann die Gegner angreifen kann oder so. Ich kann einfach draufhauen. Einfach draufhauen.
spiele ja derzeit sehr viele. Also, was heißt sehr viele, aber oft Spiele, wo es dann doch eher so ist, dass man kurz mal noch wartet, bis die geile Fähigkeit wieder aktiv ist. Ja. Und man dann die Gegner schön mit Distanz töten kann. Alles andere ist halt sonst schlecht oder mit wenig Skill von mir verschuldet, dass ich das dann so mache. Sehr schön. Gut, ich meine, wir spielen auch normal. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich es nochmal hochstellen soll. Den Schwierigkeitsgrad. Wäre irgendwie vielleicht noch auf die letzten Meter gar nicht schlecht. Es ist schön. Ausgezeichnet. Ich danke euch, Kind. Nun können wir die Macht der Todfeuerblume nutzen, um unser Land schrittweise von dem Fluch zu befreien. Um das zu erreichen, benötigen wir allerdings natürlich noch ein weiteres Mal eure Dienste. Warum auch Werdet nicht? Ihr uns ein weiteres Mal helfen? Ja. Bemüht euch um eine Audienz bei den Hütern des Übergangs und legt dann die Todfeuerblume auf das Herz dieses Landes. Mit etwas Glück befreit ihr dadurch diese gesamte Region von der Naka-Krankheit. Mit etwas Glück. Die heilenden Eigenschaften der Todfeuerblume werden die Naka-Krankheit vom Brunnen des Übergangs entfernen. Okay. Warum die der Übergang? Die Sommerfreien, die hier leben, sind mit dem Land verbunden. Und das Land wiederum ist mit dem Übergang verbunden. Okay. Ihr müsst euch auf den Hüterritus berufen, um zum Übergang zu gelangen. Der erste Schritt besteht darin, Pura bei der Krone der Sonne zum Kampf herauszufordern. Ihr braucht einen Beweis, dass ihr sie besiegt habt, um nach Kaer Elata gelassen zu werden. Joa. Sehr gut. Besiegt Pura, dann erhaltet ihr das Amulett der Sonne. Geht damit zu den Hütern in Kaer Elata und sie werden euch passieren lassen. Auf dem Grund von Kaer Elata findet ihr den Brunnen des Übergangs. Legt die Todfeuerblume darauf. Geht nur, steigt dann in die... Wenn unsere Theorie stimmt, wird eure Hilfe in dieser Angelegenheit Alserund endlich von der Naka-Krankheit befreien. Wenn unsere Theorie stimmt. Okay. Aber ob diese Theorie stimmt oder nicht, das sehen wir nächste Woche Dienstag. Und... ja, ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll. Wir sehen uns Dienstag, falls ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen und uns ein bisschen Feedback dazulassen. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr es so findet. Bitte freundlich sein, nicht sowas wie Freya ist doof, ich mag sie gar nicht oder so. Keine Ahnung. Irgendwas Nettes. Sowas wie habt den Stream gesehen oder so. Fand ich ganz cool. Oder fand ich nicht cool. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Sonst lasst einfach ein Like da. Tut irgendwas. Zeigt uns, dass ihr da seid. Und uns unterstützt. Das wäre irgendwie ganz cool. Ja. Das war's. Ciao, Leute.